Das Kloster St. Ottilien im oberbayerischen Eresing. Es ist ein beschauliches Fleckchen Erde, ein Ort der Ruhe. Das Leben der Benediktinerbrüder ist bescheiden und schlicht. Normalerweise. In diesen Tagen jedoch gleicht das Klostergelände einem Jahrmarkt. Jonglierende Jugendliche, Stelzenläufer und überall riecht es nach Zuckerwatte. Doch vor allem das riesengroße Zelt ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass es in St. Ottilien wieder heißt, Manege frei für den Zirkus St. Ottilien. Angefangen hat alles 1991 mit einer Idee von Bruder Josef. Ein Kollege, Herr Klotz und ich, merkten, dass die Kinder begeistert sind vom Zirkus. Und wir haben dann nach Notenschluss einen Zirkus vorgesehen, ein Zelt gemietet und wussten nicht genau, ob 900 oder ob 1000 Leute in den 9 Tagen kamen. Es kamen dann 10.000 und da haben wir gemerkt, den müssen wir wiederholen. Und so ist er zur festen Institution geworden und hat sich super entwickelt in den Jahren danach. Nach und nach ist also aus dem anfangs kleinen Zelt ein richtiges Zirkusdorf geworden. Mit über 30 Buden, in denen sich die Besucher auf eine kulinarische Weltreise begeben können. Aus der Zirkusidee vor über 20 Jahren entstand ein Großprojekt, in das fast alle der über 600 Schüler des Rabanus Maurus Gymnasiums involviert sind. Sei es bei Organisation und Durchführung oder als Mitwirkende in der Manege. Wir sind halt in verschiedene Seminare aufgeteilt worden. Das macht so hauptsächlich die 11. Jahrgangsstufe bei uns an der Schule. Und da gibt es halt welche, die die Buden organisieren. Es gibt ein Seminar Öffentlichkeitsarbeit, die sich so darum kümmern, dass die Werbung ankommt. Dann gibt es welche, die nur für die Fotos zuständig sind. Ist dann von Kunstlehrern organisiert. Und dann gibt es noch die Manege frei, heißt es. Das sind dann halt für die Nummern, also dass die Nummern stehen, ist auch was zum Vorführen haben. Während sich vor dem Zelt eine halbe Stunde vor Beginn schon lange Schlangen bilden, gehen die Schüler im Zelt noch ein letztes Mal ihre Zirkusnummern durch. Dabei ist höchste Konzentration gefordert. Sie haben zum Teil mehrere Jahre für ihre Auftritte geprobt. Jetzt müssen sie ihr Können zielsicher abrufen. Klar ist das anstrengend, bei insgesamt 15 Vorführungen in 10 Tagen. Dennoch hat fast alle das Zirkusfieber gepackt. Anfangen tut das Ganze am Anfang eines Schuljahres. Man macht Aufrufe, dass man eben für die Organisation jemanden braucht, für die Technik jemanden braucht, dass man ganz viele Nummern braucht. Und nach beginnt es zu kribbeln und die Leute suchen dann auch danach nach irgendwelchen Jobs und Aufgaben, die sie hier im Zirkus erfüllen können. Ja, und am Ende steht diese Riesenshow, die wir hier 10 Tage lang auf die Beine stellen. Und man wächst auf eine Art und Weise zusammen, wie man es sonst nie würde. Und es ist auch egal, dass eben dann die mathematischen Formeln hintanstehen, weil hier lernen die Kinder so vieles fürs Leben und sie profitieren. Und dann ist es endlich soweit. Manege frei für den Klosterzirkus St. Ottilien. Ziemlich professionell, was die Jungs und Mädels des Rabanus Maurus Gymnasiums hier darbieten. Eine Mischung aus Spaß und Klamauk. Atemberaubender Akrobatik. Und mitreißenden Tanzvorführungen. Insgesamt 52 Nummern haben die Schülerinnen und Schüler im Programm. Sogar die Partnerschule von St. Ottilien, die Inkamana High School in Südafrika, hat Verstärkung geschickt. Ein ganz besonderes Highlight ist aber der rappende Erzabt. Und spätestens jetzt ist es den Zuschauern wohl klar, dass es sich hier nicht um einen gewöhnlichen Zirkus handelt, sondern sicherlich um den einzigen Schul- und Klosterzirkus in ganz Deutschland.
für mich ist es so wichtig überhaupt, dass das ein Bindeglied ist, der Zirkus, zwischen den Lehrern, zwischen den Mönchen und den Schülern. Und dass hier Gemeinschaft ist, dass wir miteinander wirklich ja, da tätig sind und jeder sich einbringt und es schweißt zusammen. Das versuche ich auch im Rap zum Ausdruck zu bringen. Die Kirche soll sein wie ein buntes Kirchenzelt. Jeder bringt sich mit seinem Talent einfach mit ein und das finde ich einfach genial. Und genial fanden es auch die vielen Zuschauer des Klosterzirkuses. Die Puppe. Die konnte sich bewegen, aber das war eine Puppe. Das ist komisch. Ich weiß sogar warum. Weil da oben drüber, weil der mit den langen Beinen, der die Stockschuhe angehabt hat, der hatte die mit den Seilen bewegt. Alle Nummern sind toll, jeder hat für sich irgendwas Besonderes. Und ich muss sagen, die Mühe und Anstrengung, ich habe es live erlebt im Tagesheim. Ich bin tagsam in St. Lothien, also von da auch der tätig. Und die Kinder sind mit voller Emotion voll dabei. Und ich finde das wirklich begeisternd. Dieses Jahr wieder besser als letztes Jahr. Die Akrobaten, die Cheerleader, unglaublich. Die Trapeznummer war Wahnsinn. Wenn Sie ehemaliger sind, wie wichtig ist denn, dass das Schule und Kloster auch zusammenkommen? Ja, das ist ja schon in St. Lothien vermutlich seit 100 Jahren so, dass wir alle benannt sind, Kloster, Schule, die ehemaligen, wir sind alle einfach eine wahnsinnig tolle, große Familie. Und dann ist es für uns auch selbstverständlich, dass wir herkommen. Aber diese Gemeinschaft, die gibt es halt so nur hier. Und ich bin glücklich und glaube, in der Schule ist man stolz drauf. Ja, stolz können sie wirklich alle auf ihr Zirkusprojekt sein. Die Schüler genauso wie die Lehrer und die Benediktiner von St. Ottilien. Und mit einer großen Portion Motivation im Gepäck machen sie sich wohl demnächst schon wieder an die Planungen fürs nächste Mal. Denn nach dem Zirkus ist vor dem Zirkus.